Was geht? Du hast gerufen, Captain. Sag doch bitte endlich Carol. Aber ja, das habe ich. Jetzt, da Tony seine Gremlins endlich im Griff hat, konnte ich Central gut nutzen. Ich habe da eine Spur zu einigen besonders üblen Hydra-Operationen in der Stadt. Aber wir müssen schnell handeln, wenn wir sie abfangen wollen. Dann nichts wie los. Wollte genau dasselbe sagen. Es gibt nur ein Problem. Unsere Torwächterin ist weg. Magic. Verloren? Naja, ich habe sie über die Mission informiert. Sie brabbelte etwas, möglicherweise ein beeindruckendes Schimpfwort auf Russisch, und verschwand. Und ohne Magic gibt es keinen Weg nach New York oder irgendwo anders hin. Du verstehst mein Problem. Keine Sorge, Captain. Ich finde sie und weise sie auf ihre Rolle hin. Das ist genau der Elan, den ich mir heute von der prophezeiten Rettung der Menschheit erwartet hätte. Aber beeil dich besser. Hydra bleibt vielleicht nicht lange an dieser Position. Ich werde mich sputen. Ja, spute dich mal so richtig amtlich, Hunter. Schön mal an die frische Luft. Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Bis später. In Ordnung. Robbie, hast du Magic gesehen? Nein, aber vor ein paar Minuten kamen ziemlich irre Energieblitze aus den Schlafsälen. Normalerweise heißt das, sie will allein sein. Vertrau mir. Danke, Robbie. Sei gegrüßt. Dieses Zimmer hat Scarlet Witch gehört, oder? Wanda. Es gehört Wanda. Du sollst mich bestimmt bitten, das Einzige zu tun, wofür die anderen mich schätzen. Ihr heißgeliebtes Portal öffnen. Tja, ich kann gerade nicht. Komm später wieder. Es ist immer schwer, einen Kameraden zu verlieren. Das weiß ich nur zu gut. Wir haben Wanda nicht verloren. Wir haben sie gehen lassen. Vor all dem hier. Wandas erstes Grimoire. Agatha hat es ihr geschenkt, als sie sie die Hexerei lehrte. Um Wanda zu helfen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Sie hat es mich nie lesen lassen. Also lese ich es jetzt. Aus solchen Büchern entsteht nichts Gutes. Vertrau mir. Witzig. Du klingst wie Wanda. Sie hatte Angst vor ihrer Macht.
Ich höre fast, wie sie mit mir schimpft, weil ich ihre Privatsphäre verletzt habe. Aber ich habe viel Schlimmeres getan, als fremde Sachen zu durchwühlen. Viel Schlimmeres. Und du auch. Ich weiß, was sie durchmacht. Das wahre Böse zu erleben. In eine Höllendimension gezerrt zu werden, so heiß, dass sie dir die Seele zur Asche verbrennt. Dein Herz so sehr mit Ruß gefüllt, dass es alles Helle in dir erstickt, bis du nur noch ein dunkles Ding aus Ruß und Asche bist. Ich muss verhindern, dass ihr das passiert. Wir finden sie. Das spüre ich. Und wer soll sie finden? Caretaker? Die Avengers? Verschon mich mit deinem falschen Mitgefühl, Hunter. Caretaker würde nie Ressourcen vergeuden, um sie zu suchen. Illyana, öffne einfach das Portal. Du bist wie ein Avenger. Immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Du erwartest zu viel. Okay. Ich öffne euer verdammtes Portal. In solchen Augenblicken wünsche ich mir, jemand anders hier könnte Löcher durch Zeit und Raum bohren. Vielleicht sollte Dr. Strange nicht immer nur mit Tony Stark in der Schmiede rumbasteln, sondern sich mehr auf seine Magie fokussieren. Ach, egal. Ich bin da, wenn du bereit bist, Hunter. Adieu. Verblüffend. Von Jeremiah Kane, einem weiteren Wirt des Spirit of Vengeance. Ob er als Ghost Rider genauso hin und her gerissen war wie Robbie? Oshtur führt meine Hand. Segen der Göttin.
Sollten weglaufen. Ich muss dich zu einem Straßenrennen mitnehmen. Ist das sowas wie Laufen? Nein, in einem Auto. Du rast durch leere Straßen, bringst deine Karre voll ans Limit und lässt die anderen Fahrer in deinem Staub zurück. Nichts ist besser. Sobald das hier vorbei ist, liefern wir uns ein Rennen. Alles klar. Als erstes suchen wir auf einem Schrottplatz nach Teilen. Wir werden ein echtes Monster zusammenbauen. Willst du Hellride nicht benutzen? Nee, es macht keinen Spaß, wenn man jedes Mal gewinnt. Hunter. Wirkt der Nachthimmel dunkler als sonst? War mir nicht aufgefallen. Wieso fragst du? Es ist nur irgendwie anders. Ich schwöre, das Mondlicht ist für einen klaren Abend in dieser Jahreszeit so dunkel. Die Fackel vor der Abtei auch. Können wir jemanden dazu befragen? Vielleicht Nico oder Strange? Vielleicht, solange ich es mir nicht einbilde. Wenn wir beide das nächste Woche immer noch sehen, erwähnen wir es. Klingt gut. Was denkst du, bedeutet das? Meine Sorgen, wie immer, sind Vampire. Dunklere Nächte bieten ihnen Chancen, Bewegungsfreiheit, Nahrung. Das ist verstörend. Das ist die Welt, die ich kenne. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Ich habe eine Fledermaus gesehen. Das war cool. So, jetzt müssen wir aber mal wieder die Kurve. In dieser Wand sind Risse. Die Götter sind wankelmütig. Was ist, Charlie? Hast du was gefunden? Oshtur lächelt auf mich herab.
du süßes Mädchen. Grindhouse-Sachen aus den 70ern. Mit dir kann man super abhängen, Hunter. Du hast unseren Torhüter gefunden? Dann erkläre ich dir, was los ist. Wenn Hydra nicht gerade den Weltuntergang plant, dann vertreiben sie sich die Zeit damit, die Bürger von New York durch diverse kleinere Operationen zu terrorisieren. Ziemlicher Routinekram für erfahrene Helden. Und wenn's schief geht, kriegen wir zumindest neue Infos. Sieh doch mal in der Spiegeltafel nach, was es so zu tun gibt. Eigentlich wäre ich schneller, wenn ich fliege. Was hält dich auf? Die Schockwelle würde sämtliches Glas in meiner Bahn zerbrechen. Das wäre nicht gut. Ja, ich nehme lieber Rücksicht. Bleib immer auf dem Weg. Wir schicken dich direkt an die Koordinaten, die Captain Marvel in New York identifiziert hat. Dr. Banner hat bestätigt, dass die Gamma-Signaturen dort zu Faustus Waffe passen. Wir müssen alle möglichen Informationen sammeln, um herauszufinden, was genau dort unten los ist. Captain Marvel hatte wohl recht, was das... Helden. Eine einzige Weltuntergangskatastrophe reicht nie aus, um eure Zerstörungsgier zu befriedigen. Ihr mischt euch weiter ein und bringt uns wieder in Zugzwang. Na klasse. Faustus hat ein Funkgerät. Was auch immer Hydra mit diesem Heli wegschaffen will, sollte unser Ziel sein. Stoppen wir den Heli und sehen nach.
dein Schicksal. Lilith hat dich zur Hölle verdammt. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Niemals aufgeben! Das hat ein bisschen wehgetan. Auf Verstärkung warten. Ihr wisst nicht einmal, hinter was ihr her seid. Der Gamma-Disruptor, dem ihr bei unserer letzten Begegnung nur knapp entkommen seid, war erst der Anfang. Zeig dich, Faustus. Dann öffne ich nicht nur deine Augen. Dieser Kampfgeist, du bist wirklich das Kind deiner Mutter, Hunter. Der Hubschrauber ist am Boden. Sehr gut. Jetzt müssen wir die restlichen Hydra-Truppen beseitigen. Thank you.
Leiden beginnt. Ich kann mir kaum ausmalen, welche Sünden sie begangen haben, um das zu verdienen. Sind sie wenigstens stärker, als sie aussehen? Schwach. Sogar für Hydra. Gut gemacht. Das waren die Letzten. Die Letzten? Ihr werdet nie begreifen, wie viele Köpfe die Hydra hat. Helden. Das ist höchstens ein kleiner Rückschlag. Naja, zumindest müssen wir dir heute nicht mehr zuhören. Das allein werte ich als Sieg. Gut gemacht. Falls Hydra vorher nicht aufgepasst hat, tun sie es jetzt. Wachsam bleiben. Ist dir kalt, Magic? Könnte man sagen. Ich starre in den Nachthimmel und versuche, darauf zu kommen. Worauf zu kommen? Du bist scharfsinnig, Hunter. Sag du es mir.
Du versuchst herauszufinden, wie du Wanda zurückholen kannst. Nah dran, Hunter. Aber nein. Etwas viel Düstereres hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schwärzer? Als ich das transdimensionale Tor für dich aufgehalten habe, habe ich gespürt, dass bei den Docks etwas bei dir war. Etwas Dunkles, Vertrautes. Was hast du gesehen, Illyana? Nicht gesehen. Ich sagte, gespürt. Aber das war nicht alles, was ich heute gespürt habe. Ach. Im Limbo hat sich etwas verändert. Aber es ist diffus und unklar. Ich weiß nur, dass mir das alles merkwürdig vertraut vorkommt. Und wenn man als Kind nur Finsternis und Verzweiflung kannte, ist das warme, wohlige Gefühl der Vertrautheit kein Warnzeichen, sondern eine Warnglocke. Wir sollten die anderen über potenzielle Gefahren informieren. Wovor sollen wir sie warnen? Vor Magics magischem Bauchgefühl? Die Avengers trauen uns sowieso nicht ganz. Das muss ich nicht verschlimmern. Am besten sage ich nichts, bis ich es besser artikulieren kann. Ich möchte jetzt mit meinen Gedanken allein sein, Hunter. Ich muss noch viel nachdenken und versuche zu verstehen, was ich bei den Docks gespürt habe. Und diese energetischen Veränderungen im Limbo. Falls mir das gelingt, gebe ich dir Bescheid. Es ist fast eine Schande, dass wir unsere Talente an Hydra vergeuden. Aber ich schätze, wenn wir sie nicht beseitigen, wird niemand das tun. In jedem Fall beeindruckende Arbeit, Hunter. Was geht, Big Age? Ich muss jetzt mal was loswerden. Sag es ruhig. Ich kann Vampirfilme nicht ausstehen. Warum nicht? Was denkst du? Sie nehmen blutrünstige Mörder und stellen sie als tragisch und missverstanden dar. In Vampirgeschichten geht es nicht wirklich um Vampire, oder? Eher um zeitlose Romanzen. Echt? Denn normalerweise stellen jahrhundertealte Widerlinge Teenager nach. Ich meine ja nur, ich verstehe eine tragische Romanze zwischen einem Vampir und einem Menschen nicht. Warum nicht? Menschen, die ein gutes Steak mögen, machen keiner Kuh einen Antrag. Würde das nicht nur den Stier ärgern? Eher den Bauern. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal.
Ich gewöhne mich fast daran, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Fast. Schön zu sehen, dass du dich langsam an die Worte der Macht gewöhnst, Hunter. Solltest du unsere kleine Untersuchung der Abtei fortsetzen, sind sie entscheidend für deinen Erfolg. Untersuchung? Ein Nebenprojekt, aber ein potenziell transformatives. Mit meinem Segen hat Wanda daran gearbeitet, das vielleicht mächtigste. Okay, was in aller Welt machst du denn hier drin? In der Bibliothek stehen? Ich hab dir freie Hand gegeben, damit du wieder auf die Beine kommst. Aber nicht, damit du so etwas abziehst. Ich? Was genau glaubst du denn, was ich hier mache? Tu nicht so. Das steht dir nicht. Du weißt, wie schwer alles seit Agathas Verlust ist. Aber du hast entschieden, noch Salz in die Wunde zu reiben? Oh, Sarah, ich würde nie... Daran habe ich hier nie gedacht. Natürlich nicht. Jetzt ist es zu spät. Warum sollte ich dir auch im Weg stehen? Die Wut war nicht gegen dich gerichtet, das weißt du, ja? Halte es Sarah nicht vor. Sie verbirgt ihre Gefühle. Aber du weißt, dass sie mit dem kämpft, was passiert ist. Warum versteckst du dich vor ihr? Bei den meisten Menschen wachsen die entscheidenden Beziehungen ihres Lebens über Jahr und Tag. Sarah und ich haben jahrhundertelang diese Welt erkundet, das Dunkel bekämpft, den Aufstieg und Fall von Nationen miterlebt. Und alles gemeinsam überdauert. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Es ist schwer zu verstehen, aber sie braucht diese Zeit. Wanda wegschicken, die Bibliothek versiegeln, der aufwendige Schrein. Sie hat keine Zeit dabei verschwendet, zu begraben, was passiert ist. Stimmt. Ich verstehe das nicht. Es liegt nicht an mir, mich zu offenbaren. Es liegt an ihr, zu akzeptieren, was passiert ist, und die Trauer zuzulassen. Dann erst sehen wir uns wieder. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige für Sarah tun wirst. Also, wonach suchst du hier? Ja, wir sollten auf den eigentlichen Grund zurückkommen, warum ich dich gebeten habe, mich hier zu treffen. Wandas Tagebuch. Das Abteigelände hat eine lange Geschichte. Viele seiner Geheimnisse bleiben auch jetzt noch verborgen. Sogar dir? Sogar mir. Wanda hat das Gelände erkundet und nach der seltsamen Energie gesucht, die wir beide spürten. Wanda wusste, dass Sarah dich nicht wecken wollte, um die Sache zu untersuchen, und fand, sie könne deinen Platz einnehmen. Da sie ein schlaues Mädchen ist, sind ihre Notizen natürlich in einer alten transianischen Chiffrierung verfasst, die ich gerade erst zu verstehen beginne. Wirf einen Blick auf den ersten Eintrag. Thank you.
Der Zauberlehrling kehrt zurück. Bereits jetzt kehrt die Macht des Sanktums zu mir zurück. Von nun an entreißt du ihm keine Geheimnisse mehr. Aber das war nie der Plan. Jetzt. Ja, Mutter. Nein, wir verlieren sie! Komm schon! Wir müssen los! Geht, wenn ihr müsst! Geht! Halt euch! Das schaffst du nie! Das Sanktum ist verloren. Wir haben getan, was wir konnten, und es war trotzdem nicht genug. Und wir müssen für das planen, was als nächstes kommt. Als nächstes? Armageddon ist bereits eingetreten. Als nächstes kommt die Hölle auf Erden. Liliths Finsternis wurde voll und ganz in die Welt entlassen. Erwarte also, dass Stadt für Stadt, Nation für Nation fällt. Ergib dich! Oder stirb! Und ich fange gerade erst an.